Hi, mein Name ist Pascal und du siehst dieses Video, weil du noch nicht Abonnent meines Kanals bist. Deswegen erzähle ich dir jetzt einfach mal, was du hier finden wirst. Ich wollte schon immer alles, was mich interessiert, unter einen Hut bekommen. Und mich interessiert verdammt viel. Ich spiele gerne rum, probiere aus, teste und beschäftige mich mit so einigen Dingen. Kurz gesagt, ich möchte zu allem meinen Senf dazugeben können. Natürlich habe ich auch meine Favoriten. Themen wie Computer, Internet, Spiele, Webdesign, Brands, Menschen, Meinungen, Tests oder auch Kochen. Ich koche zum Beispiel total gerne. Ich möchte möglichst flexibel sein. Ich möchte einfach zu allem meinen Senf dazugeben können. Und meinen Senf gebe ich sowohl hier als auch auf meiner Internetseite www.senfdazu.net dazu. Deswegen lohnt sich auch in jedem Fall mal ein Blick auf meine Internetseite. Ein Thema liegt mir aktuell besonders am Herzen, das Thema Engagement. Seit 2014 beschäftige ich mich so stark mit dem Thema, dass ich da einfach drüber berichten möchte. Ich denke, es ist eine gute und spannende Sache und es lohnt sich. Aber keine Sorge, das Thema Engagement wird garantiert nicht das einzige sein, wo ich meinen Senf dazugeben werde. Senfdazu.net ist also meine erste richtig ernsthafte, vielleicht sogar redaktionell interessante Seite. Und das hier, also dieser Kanal, ist auch mein allererster YouTube-Kanal. Was ich derzeit erlebe, finde ich total spannend. Ich habe mich viel informiert, viel recherchiert, gelesen, Bücher gewälzt, geschaut, wenig geschlafen und ob das jetzt beim Thema Engagement ist oder beim Thema Internetseite, Blog oder YouTube. Ich habe dabei so viel total nette Menschen kennengelernt, ob Engagierte, Unternehmen, Blogger, YouTuber, Vereinsmitglieder oder. Ich habe so viel Neues, Interessantes und Spannendes entdeckt und kennengelernt. Natürlich auch einiges, was mir so manches graues Haar beschert hat. Aber insgesamt finde ich diesen unbekannten Weg gerade total spannend und herausfordernd. Deswegen begleite mich doch auf diese spannende Reise. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Herzlich willkommen auf senfdazu.net, dem Kanal von www.senfdazu.net. Noch da? Gut. Wenn du jetzt Interesse bekommen hast, dann bleib doch auf dem Laufenden. Speicher mich ab. Klicke jetzt auf Abonnieren. So verpasst du dann auch kein Video mehr und bleibst hier auf YouTube immer auf dem Laufenden. Und du bekommst dieses Video nicht mehr angezeigt. Hat ja auch was. Merk dir senfdazu.net und sprich auch gerne darüber oder teile es. Als kleine Eselsbrücke kannst du dir ja merken, Senf dazu ist nett. Und statt dem ist nett, machst du einfach ein Punkt nett. Also senfdazu.net. Naja, ich fand den Tipp ganz witzig. Wenn du nicht auf YouTube angemeldet bist, was sehr schade ist, könntest du das jetzt noch eben schnell machen. Oder du kannst mich natürlich auch auf anderem Wege abspeichern. Zum Beispiel auf Facebook, wenn du auf Gefällt mir klickst, auf Twitter, wenn du mir folgst oder auf anderen sozialen Netzwerken. Du kannst natürlich auch auf www.senfdazu.net dich in meinem Newsletter eintragen, meine Seite in den Favoriten oder in den Lesezeichen abspeichern oder aber auch mein RSS-Feed benutzen. Wie du siehst, gibt es zig Möglichkeiten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Du kannst also frei wählen, was für dich am angenehmsten ist oder aber kombiniere doch die ein oder andere Möglichkeit. Sei ein Teil von senfdazu.net. Apropos Teil, teile mir mit, was dich interessiert. Gib mir ein Feedback. Zu welchen der Kategorien auf senfdazu.net würde dich mal ein Thema interessieren? Oder hast du vielleicht eine Frage zu einem Thema? Was würde dich insgesamt mal freuen, mal zu sehen? Eure Impulse sollen meine Inspiration werden. Und das kannst du überall machen. Gib mir deine Anregungen. Entweder mit dem Hashtag senfdazu auf allen sozialen Netzwerken oder aber auch auf meiner Seite in dem Bereich Dein Senf. Was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Schluss angeschaut hast. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du mal wieder vorbeischaust, ob hier auf meiner Seite oder einem anderen sozialen Netzwerk. Hauptsache wir sehen, hören oder lesen uns. In diesem Sinne, alles Liebe, bis demnächst. Ciao. Natürlich habe ich auch meine Favoriten, Themen wie